Mein Name ist Renate Berghaus, ich bin Malerin. Ja, und meine Leidenschaft ist das Malen, Gestalten und seit neuestem eben auch Vespa fahren. Und darum ist heute hier für mich ein toller Tag. Ich habe hier eine Vernissage. Ich zeige hier meine Vespa-Bilder, die in den letzten 3 Monaten entstanden sind. Früher bin ich selber eine Vespa gefahren. Und vor 1-2 Jahren hatte ich schon immer den Gedanken, ach, das wäre eigentlich das Ding, ich muss wieder eine Vespa fahren. Und jetzt ist es eben durch diese Kombination, dass ich die Original-Vespa bemalt habe, dazu gekommen, hier eine Ausstellung zu machen. Und ich habe 3 Monate lang jetzt Bilder gemalt für diese Ausstellung. Und ich liebe diese Technik. Auch das ist alles nur gespachtelt. Nur das Schwierige hierbei ist, hier ist alles rund und mit einer geraden Kante etwas rund zu spachteln, war schon sehr diffizil. Aber das ist eins meiner Lieblingsbilder und nicht nur, dass es für mich auch toll von der Umsetzung ist mit den Reflexen, es ist ein Vespa-Porträt geworden. Diese Vespa, die schaut nach unten, die hat Gefühle oder die weckt Emotionen und das finde ich ganz toll, wenn Bilder das schaffen.